Hey und willkommen zu einem neuen AI-bezogenen Video von mir. Wir werden zwei leistungsstarke AI-Programme kombinieren, um reale Videos in einem Anime- oder Cartoon-Style zu verwandeln. Und dafür musst du weder zeichnen noch stundenlang in einem Schnittprogramm dein Footage bearbeiten. Dann lasst uns direkt starten. Fürs Vorzeigen habe ich mir von Pexels ein Video heruntergeladen, in dem die Bewegungen eher ruhig sind. Um das Video benutzen zu können, müssen wir es in eine Bildsequenz umwandeln. Dafür benutze ich den Adobe Media Encoder, aber du kannst dafür auch jedes Schnittprogramm benutzen. In den Media Encoder lade ich mein Video hinein und ändere die Ausgabe von H264 zu JPEG. Bestimme dann noch einen Speicherort, um die Bildsequenz wieder zu finden. Dafür erstelle ich mir einen Ordner, originale Frames und klicke auf Start. In unserem Ordner werden dann die einzelnen Frames mit einer Nummer abgespeichert. Das ist wichtig, wenn wir später die AI benutzen. Jetzt suchen wir uns erstmal einen Frame aus, den wir bearbeiten wollen. Dafür sollte man einen Frame benutzen, in dem die Hauptobjekte, also in meinem Fall die Frau mit der Katze im Vordergrund, klar und deutlich erkennbar sind. Auf meinem ersten Frame ist so ziemlich alles in meiner Szene zu sehen. Deshalb nehme ich den. Wenn man sich dann für einen Frame entschieden hat, kopiert man diesen rüber zu seinem Handy. Dabei ist es wichtig, den Dateinamen beizubehalten. Jetzt wechsle ich zu meinem Handy. Hier nutze ich eine wirklich coole Fotobearbeitungs-App namens Prequel. Diese App hat alle möglichen Arten von Filtern, die man nutzen kann, um Bilder umzuwandeln. Lass uns mal die App öffnen. Unten in der App klicken wir auf das Plus-Symbol, um das Bild zu importieren. Klicken auf Effekte und hier sehen wir dann alle möglichen Filter, von denen wir uns einen aussuchen können. Aber ich habe ja nicht ohne Grund AI in den Titel geschrieben, also nutze ich auch einen AI-Filter. Hier gibt es beispielsweise den Cartoon-Filter, der schon ziemlich cool aussieht. Aber den Filter, den ich am meisten mag, nicht nur wegen LOL, sondern weil er näher am Anime-Style angelehnt ist, ist der Filter Arcane. Den Filter feiere ich schon am meisten. Die Dust-Partikel können wir aber entfernen, deshalb setze ich sie auf den Wert 0. Unter Adjust können wir noch die Belichtung, Helligkeit und den Kontrast beliebig anpassen, bis uns das Foto eben gefällt. Wenn wir damit zufrieden sind, klicken wir auf Next und speichern das Foto ab. Das gespeicherte Foto bringen wir dann wieder auf unseren Computer. Für das neue Bild erstelle ich mir noch einen weiteren Ordner. Nenne diesen einmal Anime Frames und setze das Bild hinein. Falls sich der Name vom Frame geändert hat, setzt man ihn wieder auf den Originaltitel. Wie schon gesagt, brauchen wir noch ein weiteres Programm namens Ibisynth. Das könnt ihr euch kostenlos auf ihrer Webseite herunterladen. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Dann starten wir einmal das Programm. Hier wählen wir bei Keyframes einmal Select aus und suchen uns den Ordner von unserem animierten Frame. Dann klicken wir auf Öffnen. Als nächstes für den Videoeingang suchen wir uns den Ordner unserer originalen Frames. Hier wieder auf Select bei Video, originale Frames. Hier wählen wir den ersten Frame aus, den wir auch benutzt haben. Ibisynth hat automatisch die Keyframe-Nummer identifiziert, sowie den letzten Frame. In meinem Fall habe ich den ersten Frame gewählt, deshalb bleibt das Kästchen für den ersten Frame hier leer. Ibisynth erstellt auch einen neuen Output-Pfad, wo unsere neuen animierten Frames gespeichert werden. Unter Advanced stellen wir die Synthesis-Detail noch auf High und klicken auf Run All. Das kann jetzt bis zu ein paar Minuten dauern. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und da bin ich schon wieder. Wenn unsere neuen Frames exportiert wurden, finden wir sie in dem für uns angelegten Ordner. Jetzt müssen wir sie nur wieder zusammenbasteln, um sie zu einem Video zu konvertieren. Dafür nutze ich Adobe Premiere Pro. In Premiere Pro mache ich einen Rechtsklick in meinem Projektfenster, gehe zu Importieren und suche den Ausgabeordner. Hier wähle ich den ersten Frame aus, setze hier den Haken für Bildsequenz und klicke auf Öffnen.
Dann machen wir einen Rechtsklick auf die Sequenz, gehen zu Anpassen und wählen hier Filmmaterial interpretieren. Hier überprüfen wir, ob die Framerate von der Sequenz mit dem Originalvideo übereinstimmt. Dann ziehen wir die Sequenz in die Zeitleiste, einfach mit Drag and Drop, gehen zur Datei und wählen Exportieren. Wählen bei den Exporteinstellungen H264, dass wir wieder eine MP4-Datei bekommen, geben unserer Datei noch einen Ausgabenamen und exportieren unser AI-erstelltes Video. Und wir sind fertig. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass doch gerne einen Like da und bis zum nächsten Mal.